Heute will ich eine grammatikalische Regel erklären. Und zwar Passive Voice, die Leideform. Das Passiv. Das heißt nicht ich gehe, sondern hier wird gegangen. Hier wird gefahren und hier wird gespielt. Also hier wird gespielt, hier wird gefahren und hier wird gegangen und hier wird gesät, hier wird gesät und hinten wird eingeäschert im Krematorium. Und hier werden die Grabsteine geschmiedet. Und hinten wird bestattet. Und daneben wird gewohnt. Und hier wird gebetet und beerdigt. Das heißt, hier wird gespielt bei den Admiral-Wettspielen. Und hier wird gefahren. Hier wird gebrochen. Hier wird gesät. Hier wird eingeäschert. Hier wird gegärtnet, hier wird gebetet, hier wird beerdigt, hier werden die Grabsteine gemacht, hier werden die Grabsteine gemacht und hier wird kommentiert, also hier wird auch philosophiert und hier wird auch das Einfühlungsvermögen für den Realismus gestärkt. Hier wird gesprochen im Monolog. Dankeschön. Es wird natürlich auch genossen, also diese Schönheit. Es wird natürlich auch genossen, die Schönheit und der Glanz, der Glanz. Ich denke immer an Sophie Mutter, der Glanz, und dann Leonard Bernstein und so weiter. Aber ich denke auch an die Wirklichkeit manchmal. The reality, sozusagen. Und es wird auch adoriert, verehrt, immer wieder die Gottheit. Überall auf der Erdkugel. Und darüber hinaus natürlich. In den Himmeln und über den Himmel und jenseits des Himmels wird die Gottheit auch noch verehrt.